Vielleicht habt ihr schon mal eines dieser Videos gesehen. Das ist eine Visualisierung von dem, was an einem Klavier gespielt wird und sieht so ein bisschen aus wie Guitar Hero. Es gibt beinahe für jedes Lied eines dieser Tutorials, in denen man glasklar sieht, was und wie man spielen muss, ohne dafür Noten lesen können zu müssen. Man kann sich jetzt also hier einfach so die Tetris-Melodie zum Beispiel anschauen und nachspielen. Kann ich jetzt einfach so ohne Skill jedes Lied spielen lernen? Und wenn ja, wie schnell? Diese Woche lerne ich Klavier. Oder versuch's zumindest. Um möglichst gut Klavier zu lernen, sollte ich mir wahrscheinlich einen Klavierlehrer zulegen. Aber um in möglichst kurzer Zeit maximal viel Klavier in maximal wenig Gehirn zu bringen, werde ich keine Noten lernen, keine Technik lernen und. Ich konzentriere mich aufs absolut Notwendigste. Mein Ziel ist es, zwei Lieder zu lernen. Cantina Band aus Star Wars. Und die Titelmusik von Interstellar. Auf geht's. Let's go. Damit das nicht so bleibt, fange ich jetzt mal lieber direkt an. Geschwindigkeit 0,25. Oh boy. Anfangen tue ich natürlich mit der Melodiehand, mit der rechten hier und nicht mit der linken. Die kommt später und dann versuche ich die rhythmisch zusammenzuführen. Was lernst du gerade? Cantina Band. Darf ich was sagen? Ja. Mach langsam. Okay. Wirklich so richtig langsam, so langsam, dass es dich langweilt. Das ist nicht langsam. Genau. Wie soll ich denn das vom Griff her halten? Schau mal, dass wenn du spielst, dass du hier in dem Handgelenk locker bist, nicht verkrampft. Nee, sag doch nicht dagegen! Wie greife ich denn da am besten über? Versuch mal, den mit der 4 anzufangen. Also mit der 2 anzufangen und hier mit der 5. Was ist die 5? Dein fünfter Finger. 1, 2, 3, 4, 5. So, nochmal ganz langsam hier. Weggepasst. Fast. Der letzte Ton war Shep. Okay, Haltung bewahren. Ich habe keinen Plan, was ich hier mache. Hört sich episch an, Alter. Bam! Geht ja schon fast halbwegs. Ich muss noch mehr üben, ich weiß, ihr habt recht. Aber ich habe auch eine Stunde dafür gebraucht, obwohl ich das jetzt nur so ein bisschen den Anfang davon klimpern kann. Schon krass. Also wenn man mal bedenkt, dass mein Endziel hier das ist. Da muss ich mich auf jeden Fall noch ordentlich reinhängen. Guten Morgen, mal schauen, was über Nacht hängen geblieben ist. Ich fange mal langsam an. Geht doch, Killer, Alter. Ich muss aber ehrlich sagen, mein Handgelenk tut mir jetzt schon richtig weh. Ich glaube, ich bin bereit, Zeit, den Rest des Liedes zu lernen. Kann ja nicht die ganze Zeit nur diese gleiche Melodie spielen, weil die wird nämlich echt schnell alt. Ganz großes Kino. Weiter geht's mit der Zweithand. Wie soll ich denn das gleichzeitig hinkriegen? 1A, 2A. Das wird ein schwieriges Unterfangen, du. Kann man sich ja wenigstens merken, es klingt ja nach was. Aber was ist denn das hier? Ey, das gleichzeitig zu spielen wird so schwierig. Ich habe immer Angst, dass man das wirklich hört und ich jetzt deswegen mitten in der Nacht jeden hier aufwecke, aber... Es ist so dermaßen schwierig, diese zweite Hand gleichzeitig zu spielen. Ich habe heute tatsächlich
viele Fortschritte erzielt dabei. Ich hoffe, dass sich die Konzepte und die Prinzipien und die Auffassung, zweihändig zu spielen und mich auf zwei Sachen gleichzeitig so ein bisschen zu konzentrieren, dieses Wissen jetzt mitnehmen kann, um den zweiten Song dann schneller zu lernen. Aber davor muss ich jetzt erstmal den Song fertig lernen. Das wird noch ein gutes Stück Arbeit. Ich kann zwar nicht komplett flüssig spielen, aber an und für sich habe ich jetzt zumindest meinen ganzen Inhalt des Liedes im Kopf. Und darauf freue ich mich jetzt schon so krass, weil es ist einfach ein bisschen eintönig langsam. Und jetzt geht's an das, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue, und zwar Interstellar. Gut, probieren wir das mal. Soll ich denn das spielen? Wo ist denn der? Yo! Na, krass! Es ist so ein krasser Akkord. Plötzlich episch. Normal. Episch. Normal. Episch. Fühlt sich unfassbar erfrischend an, mal was Schönes und Bedeutungsvolles zu spielen, anstatt immer nur... Tag 4, Tag 5, Tag 6. Morgen ist das Finale. Wie viel habe ich bisher geschafft? Wir fangen an mit der guten Cantina-Band. Langsamer. Nicht ganz. Und dann der krasseste Part. Muss ich noch einiges üben, bis das halbwegs sitzt. Wie sieht's denn aus mit Interstellar? Und dann jetzt das Monster. Bisschen unterschätzt habe ich das vielleicht schon. Ich habe noch viel vor. 8 Stunden klägliches Scheitern später. Es fühlt sich echt mega krass an. Es ist so ein unglaubliches Gefühl, dass einfach diese Musik aus mir rauskommt. Aber ich habe mir zu viel vorgenommen. Die kompletten 5 Minuten von Interstellar in der Woche fehlerfrei zu lernen, ist too much. Ich muss mich wohl doch nur auf Cantina Band konzentrieren. Sebastian hat mir gerade einen TikTok geschickt, in dem jemand erklärt, wie man die Musik von Avatar Aang, der Herr der Elemente, spielt. Was übrigens die beste Serie überhaupt ist. Und die Filmmusik, die weckt jedes Mal so viele Erinnerungen, dass ich fast weinen könnte. Ich gebe dem jetzt mal einen Versuch. Und das sieht viel leichter aus als Inception. Also vielleicht kriegen wir doch noch einen zweiten Song hin. Okay, das ist mal wieder viel aufwendiger, als ich dachte. Ich habe einen Tag Zeit, let's go, was soll's, auf geht's. Das war sie mal wieder, die hobbyloseste Aktion ever. Ich bin weit davon entfernt, 100% flüssig zu spielen. Meine Technik ist grauenvoll und ich kann die Lieder nicht mal ganz, aber hierhin haben mich 7 Tage Kopf gegen die Wand Klavierlernen gebracht. Thank you.
Damn. Heftig, ey. Yo! Als ob ich das einfach kann jetzt. Krass. Ja, weiter geht's. Boah, es tut so weh. Für die Vocals der Cantina Band habe ich mir die Sophie geholt. Ich denke doch jetzt, hä? Da ist ja gar kein Text. Ja. Wartet's ab. Stopp! Das war halt echt mal ein richtig spaßiges Experiment. Ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben, weil das muss ich auch, um ehrlich zu sein, um halbwegs gut zu werden. Wie überall dauert es nämlich auch hier Jahre, um irgendwas richtig zu beherrschen. Wenn ihr jetzt schon wissen möchtet, welches Video als nächstes kommt, schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei. Da poste ich immer Ausschnitte aus der neuen Wohnung, aber auch schon aus meinen nächsten Experimenten. Und wenn ihr mich auf diese Reise begleiten möchtet, dann folgt mir gerne auf diesem Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!